Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator. Wir sind wieder in den Niederlanden unterwegs, und zwar ganz genau in the Heart of Netherland und fahren von Den Dolder nach Baarn mit dem SGM von Küsttrains. Und es geht auch schon los. So, zwischen Den Dolder und Bildhoven ist fahren doch ferner Trainverkehr. Ja, Den Dolder Bahn, ganz kurze Strecke, insgesamt nur 18 Minuten. Wir öffnen die Türen. Und, oh, das ist die ganz alte SGM-Kiste. Und machen hier Bahn rein. Muss mal gucken, wie das geht. Ah. Das war falsch. Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Ah, doch, das gibt es tatsächlich. Ja. Richten hier alles her. Machen das Licht an. ATB. Totmannstaster lassen wir noch aus. Richtungswender rein und boah, ist das eine alte Kiste. Und schauen uns mal. Und wir sind in Den Dolder, in der Heart of Netherland. Und da drüben ist auch ein Gleis. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken, das Den Dolder kenne ich irgendwie. Ja? Hier sind die hübschesten Bahnübergänge in den Niederlanden, und zwar von Koha. Die machen immer Bing, 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 Bing ganz oft. Boah, wir laufen mal hier legerweise einfach mal was Gleis. Ich muss gerade mal gucken, Den Dolder kenne ich irgendwo. Wie viele Minuten haben wir denn? Oh, eine noch. Ja, genau. Und wo ist Bahn? Ah, da oben, ne? Also, wir halten in Sösdijk. Ah, also, das müsste Utrecht sein. Ja, Utrecht. Und das müsste Amersfoort sein. Ja, genau. Also, hier sind wir. Und zwar gibt es hier oben eine Abkürzung Bahn hoch in Richtung Hilversum und in Richtung Hill-Ansage. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es Richtung Amsterdam geht. Brücke nach Amsterdam. Brücke. Und hier unten ist irgendwo Arnhem. Ach, hier ist Arnhem. Und hier oben ist Nijmegen. Ha, fast wie mein Name. So, wir steigen mal ein. Und jetzt können wir die Totmannstaster, wir lösen die Bremse. Und wir machen mal die Kamera ein bisschen weiter hinten. Das geht ja gar nicht. Und jetzt geht's auch gleich los. Und es macht Bing, Dong. Gibt's die Türen dicht. Leuchtmelder, der ist hier, der dürfte dann gleich leuchten. ATB zeigt übrigens an, dass wir mit 40 km/h ausfahren dürfen. Beziehungsweise jetzt fahren wir noch gar nicht aus, weil da ist noch rot. Wie ich sehe, kommt da nämlich was entgegen. Deswegen mache ich die Totmannstaste auch mal aus, nicht dass wir gleich stehen. Wir warten mal, bis der. Was ist das, ein Firm? Bis der Firm hier aus der Weichenstraße raus ist. Vielleicht dürfen wir dann erstmal da fahren. Oh, der kommt aber reingeschossen. Bing! So, das Bing heißt, wir dürfen fahren. Und wir schalten auf. Und der hält hier nicht, der fährt hier durch. Das ist ein ganz komischer Zug. Gut, wieder in der Richtung. So, ich glaube, Ansagen gibt es hier leider nicht in dem Szenario. Das ist nicht von mir. Ausfahrt mit 60. Und hier haben wir auch die 60, die uns angezeigt werden. Das Instrumentenlicht noch mal an. Mal gucken, wie das ist. Das ist das Meta-Licht. Okay, das war, glaube ich, noch anders. Ah, weiß ich jetzt nicht. Viel zu schnell. Muss mal ein bisschen bremsen. 60 ist verrückt. Ich fahre jetzt mal ein bisschen schneller als 60. Meinem Lieblingszug mit dem SGM, mit dem ich auch in Realität mitgefahren bin, auf Familienbesuch in den Niederlanden. Das ist ein wirklich schönes Fahrzeug. Allerdings war bei mir eher NS-Design, sprich blau. Und der ist ja auch ein NS-Sprinter, aber der ist ja hauptsächlich gelb. Jo. Jetzt können wir auf 130 hochpreschen. Jo. Hebel on the table. Der nächste halt ist Soest South. Ich nehme mir mal so lange eine Pfefferminzpastille. Palette, Tablette, egal. Ups. Oh, sorry. Das war nicht mein. Ich
nicht gedacht. Ich wollte es so haben. Wir fahren jetzt auf die eingleisige Strecke. Und ich glaube, der folgen wir bis selbst, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jetzt mal kurz nachgucken. Ich fahre nicht mit Tastenkombination. Ihr seht warum. Ich stehe mal gleich. Nein, bis Bahn ist diese Strecke zu geil. Oh, ich will zurück. Seht, ich fahre sehr selten mit der Tastatur. Der Todsmann-Taster, der hat auch einen Leuchtmelder, und zwar den da. So, wir können schon mal entscheiden, da wir zu früh sind. Können wir ein bisschen Energie sparen. Die Strecke ist gut gemacht. Ist übrigens Freeware. Man braucht ein paar, viele Payware bzw. Freeware-Assets. Aber ich fahre gerne in lassen rollen. Jetzt müsste auch irgendwann beim Bing machen und die 40 angezeigt werden. Hör mal die Koha-Übergänge. Ist das so Ding, die Ding macht? Sind Koha-Übergänge? So. Jetzt macht es gleich drin, um es mal anfangen zu bremsen. Und hier ist schon die Ankündigung für die 40. Wir bremsen mal runter. Bis das Ding, bis es Ring, Ring, Ring macht. Und dann das auf weiße legt. Wachungsgeschwindigkeit nun vorbei ist und wir sind in Selbst South und der Outstop ist rechts. Das war übrigens der Dodemann, als ich die Todmannstaste. Der Dodemann, ja. Da steht er, der Dodemann. Und gleich gehen die Dörren dicht wieder weg. Und hier macht es klingeling und wir sind immer noch eingleisig unterwegs. Zeige ich euch gleich was. Das war die Notbremse, die wollte ich natürlich nicht ziehen. Türen auf. Und jetzt zeige ich euch mal was. Jui. Das ist eine mega tolle Geschichte in den Niederlanden. Dieses super tolle Licht leuchtet nur, wenn da vorne ein Fahrtbegriff steht. Gibt es in den Niederlanden sehr häufig, fast überall. Ob es hier jetzt Sinn macht? Ja, weil das Signal ein bisschen weiter hinten steht. Das P, das steht hier. Und hier schon so ein Baum ist. Hier hört man schon mal die Ding gegen den Koha-Übergang. Muss mal ein Foto machen. Ich stehe ja total auf den SGM. Das ist ja absolut einer meiner Lieblingszüge neben den ICMR und dem Firm. Sagen wir mal so, ich mag jedes niederländische Rollmaterial. Außer die Matt, die finde ich jetzt nicht so toll. Aber gut, das ist Geschmackssache. Wir gehen mal in den Bahnhof rein. Cool. Hier gibt es Abfahrtspläne. Alkmaar den Helden. Das stimmt natürlich nicht. Ah, jetzt habt ihr gerade gehört. Oh, wir hatten anscheinend gerade eine Todmanns-Zwangsbremsung. Und wir schalten wieder auf. Und nix halt ist soust. Die Dörren sind dicht und die Spannung geht hoch. So, Ausfahrt mit 40 wird uns hier in der ATB auch groß angekündigt. Leider kann man hier den Test nicht machen. Und hier haben wir dann das Ausfahrsignal. Dann können wir so lange Gas geben. Jetzt bin ich sogar schon ein bisschen zu schnell. Hi, Witzka. Bisschen bremsen. Oh, ist das ein Schmoren? Jetzt. Was ist das eigentlich? Oh. Ich glaube, jetzt habe ich den Strom abnehmen im Pan. Im Professor Dr. Pantogram. Hallo, ich bin wieder Gas. Oh, ich bin wieder zu schnell. Dass wenn mal ein Deutsch-Niederländer hier rumspielt. Eigentlich war was Belgien-Niederlande angekündigt, und zwar die Strecke Essen-Breda. Die fahren wir nächstes Mal, vermutlich. So, und jetzt haben wir Soest. Und ich glaube, in Soest stehen wir ein bisschen hier um 2 Minuten. Deswegen macht es so gleich Bing. Ah, ne, hat schon Bing gemacht. Das Bing habe ich gar nicht genommen. Ich muss ausschalten. Oh, ich liebe diese Koha-Übergänge. Die Strecken in den Niederlanden machen Spaß. Auch wenn ich
echt extrem lang sitzen muss, um diese Teile zu runterladen. Haut es aber links übrigens. Süß. Aber hier ist viel Wiedererkennungswert. Klar, ich komme jetzt nicht aus dieser Gegend hier, sondern ich komme eher aus der Gegend Fenlo-Blerik. Die gibt es leider, so wie ich weiß, hier nicht im Train Simulator. Außer jemand weiß das. Oh, da ist ein Halbmensch. Ja, so. Die haben wir jetzt eh noch eine Minute Aufenthalt. Für unsere Trödler. Türen auf und wir... Oh, jetzt kommt mein Lieblingssprinter. Den zeige ich. Das ist das, was ich vorher so gesagt habe. Mit dem bin ich schon öfters gefahren. Zum Flughafen. Und zwar den da, den blau-gelben. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblings-NS-Fahrzeuge. Jetzt trifft der Gelbe auf den blau-gelben. Oh, ganz vergessen. Das sieht aus. Ich hoffe, dass er das... Doch, es hat er akzeptieren. Das ist übrigens das Bremslicht. Das Bingen heißt, dass es Ausfahrt ist. Und das wird wahrscheinlich der Gegenzug nach Dendolda oder sowas sein. Türen auf, plötzlich. Und Türen sind auf. Und hier seht ihr wieder dieses Licht. Ey, die Glocken sind schön. Hier ist ein Ticketautomat für eine Overship-Card. Die habe ich auch. Man merkt nicht, ich fahre ein bisschen häufig nach Holland. Oh, wir gehen mal in den Bahnhof. Okay, und das war's. Das ist der Geisterbahnhof. Also, so ist es Geister City. Ist das unser Ort, dem Sender? Sein, ja. Das sind jetzt unsere Türen. Beziehungsweise, nein, es sind dem seine. Oh, er darf früher fahren. Das ist ja verboten. Warum stehen wir hier? Wir fluchsen mal ganz schön durch unser SNG und laufen mal ein bisschen in die Sonne. Hier in den Führerstand. Kommt hier. Nein, noch nicht. Boah, kommt er denn eigentlich? Jetzt sind wir im Führerstand. Boah, kann der hinsitzen. So, Ausfahrt Hammer. Lösen wir die Bremse und schalten den Totmannstaste wieder ein. Türe dicht muss kommen. Und wir schalten auf Ausfahrt 40. Pfeifen mal zum Abschied. Der nächste Halt ist Sösteig. Und dann sind wir schon in den Bahn und dann war es das tatsächlich schon wieder. Aber wie gesagt, nächstes Mal bekommen wir was aus Belgien. In Belgien-Niederlande. Und zwar mit der Christian Strax. Da können wir mal belgisches System umschalten. Leider das belgische Zugsicherungssystem nicht animiert. Naja, alles kann man ja nicht haben. Ist trotzdem ein schönes Fahrzeug, hatte ATB. Macht trotzdem Spaß. Und ETCS-fähig, ne? Leider keine PCB, leider keine LCB, aber so wie ich das gehört habe, baut gerade ein tschechischer Entwickler so eine. Ich habe auf YouTube ein paar Videos gesehen, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Leider hat dieses Fahrzeug keine ATB, sonst könnte man sagen, man könnte die Strecke Emmerich-Sevenaar mit der Trax fahren, einmal PCB bis kurz vor der Grenze und dann die ATB. Beziehungsweise eigentlich ist auf der Strecke fast schon ATB. Jetzt machst du gleich wieder bing, 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 bing durch die Bahnbrücke. Ich finde das Geräusch einfach super. Die klingeln tatsächlich so. Also unser Haus in Blerik, unser Familienhäuschen, wo auch meine Oma, meine Tante, mein Onkel, meine Cousinchen und Cousins und mein kleiner Neffe wohnen. Wir haben direkt vor der Tür so ein Ding, 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 Ding bei der Übergang. Und dementsprechend schläft man auch. Das habe ich gerade gesehen, ich habe die ganze Zeit auf Null lassen können. Ich bin schon länger nicht mehr mit dem SGM gefahren. Jetzt macht es gleich wieder Bing, Bing, Bing und dann sind wir so ein Sösteig. Da können wir eigentlich mal ein bisschen Gas geben. Juhu! So. Wir lassen es einfach mal auf Null. Sösteig, Ausstieg links, Ausstoppel links. Was ist das eigentlich? Das habe ich auch noch nie. Hochspannung. Ah, Hochspannung. Das ist übrigens ein niederländischer Zugfunk. Können wir uns gleich das Fahrzeug mal ein bisschen genauer. Meine Mutter fährt diese Fahrzeuge tatsächlich auch. Die ist Lokführerin bei der NS. Ich hatte bisher noch keine Chance. Ich bin mal in einem. Oh. Pass mal auf, wo du läufst, Junge. So, jetzt könnt ihr das Licht sehen. Jetzt habt ihr gerade gesehen, dass das Licht super ist. Weil wäre ich jetzt in Kurve gestanden, hätte ich das Ausweissignal zum Beispiel nicht gesehen. Oder wenn ich jetzt stehe. Aber ich habe hier ein Licht und sage, Fahrt. Ist doch eine super Sache. Wie der Fahrtanzeiger in Deutschland. So. Genau. Niederländischer Zugfunk. Kanal besetzt. Zugnummer. Hier. Dann machen wir den Dudemann wieder aus. Den Dudemann. Was das hier ist, ich könnte sowas wie eine
Zugdateneingabe sein, das kenne ich. Hier ist wieder der Overship Card. Du kannst deine Overship Card aufladen. So, Türen sind zu. Das ist halt das erste Mal, dass ich mit Tastatur fahre, so sieht es dementsprechend aus. Und wir fahren zu unserer letzten Station Bahn. Ausfahrt mit 40 wird uns hier angezeigt, dass das Signal Ausfahrt hat. Aber wie gesagt, das ist eine tolle Geschichte. So, den Sölsteiken. Tun wir einmal nochmal pfeifen. Ja, also die klingeln wirklich so. Mal gucken, vielleicht fahre ich. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub. Oder fahre ich eventuell nach Holland und vielleicht werde ich das mal aufnehmen und abfilmen, aber ich glaube, in YouTube gibt es einen ganzen Haufen Videos. Also. So, 60. Oh, das reicht aber 75% aufstellen. Dann kommt noch 100. Diese Sprinter reiht auf nach Bahn. Et folgende Station ist Bahn. Würde jetzt kommen. das ist ja die ältere Version, die hat keine Innenanzeige. Der blau-weiße, wo wir vorher gesehen haben, in. Süß. Ja. Der hat das. Jetzt macht es gerade wieder Bing für die 80 für die ATB. Dauert noch kurz. 80. Jetzt preschen wir mal auf 80 bis zu unserer Endstation. Und dann endet dieses Video tatsächlich leider schon wieder. Und das nächste Szenario gibt es dann wirklich Belgien, Niederlande von Essen nach Breda bzw. Flesingen, Rosendal. Das muss ich mir dann noch aussuchen. Wir fahren vermutlich mit der Trax, würde ich sagen. Da kann man nämlich das belgische System umstellen. Leider kein belgisches Zugsicherungssystem aktiv. Ich bin mal gespannt auf die tschechische Trax. Auf die freue ich mich. Da soll das Mirel funktionieren, PCB, LCB, ETCS. Leider kein ATB, sonst könnte man grenzüberschreitend fahren. Aber man kann ja an der Grenze umschalten. Beziehungsweise spannen, ja. Ja. Wir schalten ab, wir sind nämlich gleich im Bahn und das kündigt uns auch die 40, deswegen klingelt es gleich. Müssen wir wieder ein bisschen einbremsen. Hier haben wir auch das Signal, was uns die 40 ankündigt, beziehungsweise das haltzeigende Signal hier ankündigt. Also wie genau dieses ATB funktioniert, lest ihr am besten selber. So, wenn es Ring 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 macht, können wir tatsächlich lösen. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu heftig abgebremst jetzt mal. Boah, ist mal einfach knapp halten. Zu spät. Oder kommt der eh rot? Das ist rot. Okay. Was ist da los? Bing, 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 bing. Kommt da noch was raus? Ich werde mal schon mal ein bisschen noch abbremsen. Da kommt nämlich, wie ich sehe, ein haltendes Signal. Das sollten wir vorher anhalten. Ich glaube, in Bahn steht noch was. So wie das aussieht. Aber wir sind doch eigentlich fast zu spät. Da steht noch ein Zug. Schon mal ein bisschen. Also immer wenn ich einbremse, kommt der Rem-Kontakt, ne? Das sieht man. Und da ist tatsächlich noch rot. Ich hoffe, dass es kein Problem ist. Ich glaube, mir fehlen irgendwelche Güterwagen hier. Nicht, dass da jetzt eine Lok steht oder irgendwas steht und kann nicht fahren. Ich werde gleich mal in die Streckenübersicht gucken, was da Phase ist. Nach, beziehungsweise die Todmanns-Taste noch auslesen, damit wir stehen. Ah, ich glaube, das ist der Übeltäter und das, was hier rechts gleich. Ein Firm. Ein Doppelstock. Ich glaube, das ist auch das Problem, wieso wir jetzt hier stehen. Und weil da noch, glaube ich, noch ein Sprinter steht, der dürft in Richtung. Ja, Hilversum. Der Intercity auch, der fährt dann wahrscheinlich weiter. Den bauen? Ne, der fährt durch. Ey, verboten. Warum dürfen wir jetzt nicht fahren? Vielleicht dauert es, bis der Intercity über die Weiche ist. Aber wir haben doch freien Weg. Oh, der Intercity muss selber stehlen. Stehlen, klar. Stehen, weil der Sprinter noch davor ist. Kommt da noch raus. So einfach ist das Problem gelöst. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Fehler ist oder ob es nicht jetzt gleich aus den Kurven haut, das werden wir gleich sehen.
aber wir fahren jetzt einfach mal ganz geschwind mit unseren 40 und das blinkt. Bin mal gespannt, was gleich passiert. Das ist übrigens, glaube ich, eine Art Tempomat. Das können wir mal ausprobieren. Ich benutze das nie. Ich weiß nicht, was da passiert, ob das habe ich noch nie ausprobiert. Ja, Bahn, wahrscheinlich links raus. Jo, dann dürften wir in den Stumpfgleis fahren. Denn dieser Sprinter endet hier, so wie ich weiß. Und da hatten viele Leute, aber die fahren mit einem anderen niederländischen Kollegen mit. Jo, da ist er, mein Freund, der Prellbock. Zum Glück in meiner Ausbildung nie dagegen gedonnert, das kann euch. Muss auch nicht so schnell passieren. Ich warte nicht auf die Prämie. Und dann ist dieses Video auch tatsächlich schon leider wieder zu Ende. Wir bremsen jetzt noch ab. Wir sind auf Spur 4. Und machen kurz die Wende. Vollbremsung. Ich hab gedacht, das Dock bewegt sich. Ja. Und damit sind wir in Bahn. Und wir sind leider mit Verspätung hier. Weil ich mich vorher nicht getraut habe. Also hier können wir wieder in die Halle gehen. Eine ganz schöne Geschichte. Ein Niederländer macht einfach Spaß zu fahren, muss ich sagen. Schade, die haben dieses Szenario nicht vollständig beendet. Und damit verabschiede ich mich von euch. Und danke und wir sehen uns nächstes Mal. Wenn es euch gefallen hat, haut einen Daumen hin. Und bis dann. Ciao, ciao.